befinde mich hier vor dem Gebäude der Zahnklinik in Würzburg. Der Dachstuhl hier war sehr aufwendig gewesen. Das Dach ist geschwungen, hat eine Schiefereindeckung dann bekommen und die Dachgauben stehen hier unter Denkmalschutz. Das bedeutet, wir mussten die abbauen, die sind zum Restaurator gekommen und wurden dann wieder montiert. Die größte Herausforderung an dem Gebäude war der geschwungene Mittelrisalitbereich.